Ach, der Shopping District, der war auch geil. Ey, Tänze, ach, die haben eigentlich so viel gebaut. Ja, na. Mein Biom, das wird bald fertig. Und da schätze ich schon bloß nicht. Ja, das war schon krass damals. Also die Map ist extrem geworden. Okay, ich muss sagen, mein Biom ist zwar nicht fertig geworden, aber sieht eigentlich schon cool aus gerade. Ich muss mir das nicht überfliegen. Genau, es ist so richtig clean, weißt du, das hat was. Es gibt ja so offizielle Generatoren, also quasi, die kannst du runterladen und dann generiert deine Map hier alles aus solchen Blöcken, damit das einfach schöner aussieht. Ich glaube, das ist mit einem Mod. Das ist schon Battlecraft, Alter. Oh ja, die Mikrowelle oder was, ne? Hä, irgendwann haben sie die Map kaputt gemacht. Und hier steht auf dem Schild nämlich von Dings drauf, wer das ist, sein Hurensohn bei Battlecrafter. Hä? Nee, ich glaube jetzt mal ohne Spaß, irgendjemand hatte die Map verwendet, bevor der Server aufgegangen ist. Nee, das glaube ich nicht. Wer sollte das machen? Irgendwas hier rum hat die ganzen Sachen noch geändert, bevor dieses Dings umgegangen ist. Ich habe mir doch die Map auch schon längst angeguckt und da war das da auch nicht. Nein. Ich habe ja auch die Map mir schon lange runtergeladen und immer Screenshots dafür gemacht. Du kriegst ein halbes Haus da voll mit Lava, Digga. Was hast du denn hier gemacht? Hast du auch die Map noch kontrolliert, bevor du die zum Dan Donald gegeben hast? Du hast ein komplettes Haus ist voll, also innen drin komplett kaputt. Hä, das kann nicht sein. Ich habe doch die Map selber mir runtergeladen und da immer Screenshots gemacht für meine Folgen. Da war alles in Ordnung. Hä? Da waren noch keine komischen Schilder. Na okay, bei dir ist alles normal. Nee, ich meine generell, ich bin überall rumgeflogen, auf der ganzen Welt, nicht nur bei mir. Ich habe das doch auch selber nochmal überprüft, vor allem bevor ich die hochgeladen habe. Vor allem, wir haben eigentlich auch eine richtig schöne Stadt gebaut. Also genau so sollte eigentlich ein Coffee-Tech am Ende dann aussehen. Ja, finde ich auch. Also das war schon gut. Obwohl bei Lukas war natürlich einiges so unvollkommen. War halt so ein Schaden dazwischendurch. Ich auch, Alter. Wenn ich mir jetzt angucke, vor allem auch alles so klein detailliert, weißt du? Na, bei manchen Häusern war das schon Wahnsinn. Vor allem ja auch bei Springfield, ne? Ja. Aber ich bin auch hier voll stolz, wenn ich mir hier gerade meine Burg hier anschaue. Weißt du, diese ganzen kleinen Häuser hier. Ja, das auch. Oder hier hinten noch dieser Tempel da, den du gebaut hast. Mhm. Wir haben es nicht so mit Einrichtungen, alle meine Sachen stehen immer nur leer. Ja, das ist bei jedem Gebäude. Obwohl, bei deinem Haupthaus hast du ja immerhin auch eine Einrichtung geschafft. Einrichtung kommt auf jeden Fall noch. Ja, ich glaube auch, gell? Du wirst das nur in Map-Changer alles nachtragen. Ah ja, mach ich. Aber ich hätte es mal bloß nicht. Na klar, das machst du in einem Map-Changer-Stream, 12 Stunden. Wollen wir wetten, in 10 Jahren werde ich wieder sowas Großes ausholen und werde wieder das groß ankündigen. Ja, und dann werde ich sagen, ich glaube, dieser werde ich es machen. Und du wirst dann sagen, okay, weil du so blöd bist und nicht an der glaubst. Nee, vielleicht spiele ich das auch nur vor, so, damit du denkst, okay, der glaubt an mich. Aber in echt werde ich dann sehen, dass das wieder nicht umsetzt und dann... Hier sind auch so viele Randoms im Projekt gewesen. Ja, Wo die alle hin? Das ist echt die Frage, die sind ja dann nie wieder irgendwo gekommen. Support of you kam die Bananen. Genau. Hat nicht hier gewohnt auf dem Berg. Richtig ein Haus, von wem war das denn? Teilweise habe ich auch keine Ahnung. Bei auf dem einen Berg war ja so eine Wand, ne? Nur. Ja. Oder meinst du das von Diver Pro HD? Der hat ja das von Dark Shadow übernommen, das ehemalige. Dann ist es wahrscheinlich. Ha, und Dark Shadow hat sich ja dann wieder in so einen Berg gebaut später. Boah, dieser fette Wassertempel hier, den ich gebaut habe. Auch nicht ausgehöhlt, aber sieht auch an sich geil aus. Ja, na, ich finde die Struktur war gut, ne? Alter, ich hab hier einen Meißel. Ist das der Chisel oder wie? Ne, das ist was anderes. Ah, jetzt hier, das ist für Chisel und Bits und Meißel. Shit, jetzt habe ich meinen Block verändert. Das kann mir doch keiner glauben, dass ich das hier Dings gefarmt habe. Ist so möglich. Meinst du diesen riesen Turm auf der Meer? Ja. Na klar, gell, das hast du alles durch Piglin-Trades, die ja mühsam erarbeitet. Ja, du hast mir am Anfang noch das geklaut. Kann man nur so blöd sein. Oh nee. Gibt's ja eigentlich noch Tische und so? Vielleicht kann ich ein bisschen Außendeko machen. Hier gibt's eine Tischuhr, die mache ich mir jetzt einfach mal. Ja, pack mal die einfach auf die Workbench. Passt ja. So, ich kann ja schon mal hier Adventsgeschenke verteilen für den ersten Advent, eigentlich. Also da würde ich dann immer so ein Deko-Geschenk hier nehmen und dann noch ein paar Items, die nützlich wären. Zum Beispiel Kakteen oder so. Guck jetzt, ich bin diesem Lukas Wag Magi, ist hier auch ein Schild geändert, den Jukzu Ak was? Ah, das war aber glaube damals schon, oder? So, weil ich jetzt nicht viel mehr dabei habe, würde ich einfach erstmal dabei bewenden lassen. Ich denke mal, das kann schon ganz gut weiterhelfen ihm. Er hat ja eh noch nicht so viel. Ich wundere mich sowieso, wer das hier ist. Wahrscheinlich GNN. Also es kann sein, dass er doch nochmal online war letztens, denn wenn er hier schon was gebaut hat, was noch nicht da war. Also wenn du dieses komische Haus meinst, ohne Dach und Grasboden, ist vielleicht Folge 1 schon da. Ach so, nee, das habe ich auch neulich noch nicht gesehen, als doch, ich hier war. Das ist halt Folge 1 schon da. Zum Tag, wenn es gebaut worden ist, nie weiter gebaut worden.
Aber ich dachte, GNNs Grundstück war immer das hier, wo so ein Braustand steht und alles. Der Braustand, der ist auch von Shandy. Ach so, da sind nur alle Kisten leer, komischerweise. Ja, doch, doch, das war das von Shandy. Aha. Boah, Junge, mein Bein, das tut so weh. Oh, scheiße. Hoffentlich darf ich mich am Mittwoch in der Präsentation wenigstens hinsetzen. Ja, stimmt. Ihr habt ja Präsenzpräsentationen, weil wir hatten einmal Online-Präsentation, das ist natürlich dann entspannter. Ja, nee, aber wir haben Präsenz. Ha. Ja, okay, Digga, wenn ich ehrlich bin, Online-Präsentation, davor wäre ich gar nicht nervös, weil du kannst nebenbei, du kannst einfach eigentlich durchgehend sogar ablesen. Ja. Du kannst deine ganze Präsentation vorschreiben. No. Naja, das Und ist. da, wenn du, und da, wenn du die ganze Zeit nur abliest, ist halt das Problem, du musst die Leute noch angucken, weißt du, musst ein bisschen mit den Händen auch reden, weißt du, wenn du ihnen was zeigst und auch einfach so. Ja, genau, ne? Das ist halt die Kunst dabei noch. Aber ich muss sagen, bei uns machen sie das eigentlich ziemlich oft auch sogar, dass man einfach was online präsentiert. Aber mich wundert's ja gerade, warum die ganze Zeit das hier zu dirt wird wieder. Ich kann das nicht mal halten. Jetzt habe ich wieder nur zwei Reihen voll gehauen, also so richtig kann ich mein Feld nicht fortpflanzen. So, ich könnte hiervon noch was verteilen und vielleicht das. Ja, das wäre ideal. Boah, aber ich glaube, ich geh gleich wieder die Beispiele. Naja, ich gehe gleich auch. Okay, tschüss. Nee, noch nicht so schnell. Ich muss noch meine Folge hier fertig machen, aber Ja, dann. aber ich muss. Ach so, okay. Dann mach's gut, ciao, ciao. Ciao. Okay, nice, dass ich hier noch ein bisschen Knochen farmen kann. Habe ich neulich im Stream auch ziemlich lange gemacht. Ich muss sagen, da braucht man auch mit der Zeit eine ganze Menge. Ist eigentlich ganz gut, dass man dann mal auf diese langen Reisen verzichten kann, denn mich würde es nerven, wenn ich ständig vor allem dann immer weiter reisen müsste, um irgendwie noch Blumen ranzukriegen. Und deswegen schon mal eher auf Bomi setzen. Und ich brauche vor allem auch mal ein ganz leeres Inventar gerade, denn das ist extrem hier. Ey, ohne Witz, die Eier können mal weg. Und da kann ich das aufsammeln. Ich glaube, hier war auch noch ein Creeper, oder? Habe ich gesehen. Okay, ich habe mir jetzt mal entschieden, das hier zu schenken. Denn Rizzo hat davon noch nicht so viel. Habe ich zumindest in den Kisten gesehen. Und dann gehen wir auch direkt mal zu Shandy. Mal sehen, was ich da anpassen kann. Okay, ich habe mir jetzt gedacht, dass ich doch erstmal zu Street gehe. Denn er ist ja hier noch relativ aktiv. Und da können wir eigentlich mal eher was schenken. Shandy hat nämlich geschrieben, dass er jetzt wohl erstmal in nächster Zeit nicht so viel zocken wird. Beziehungsweise auch in den letzten Wochen schon. Und deswegen er auch hier noch nicht so viel gebaut hat, etc. Und vielleicht lohnt sich's dann eher bei den Aktiven, das noch zu setzen. Beziehungsweise bei denen, wo man denken kann, okay, die kommen vielleicht mal wieder. Und deswegen habe ich es auch zu GNN zum Beispiel gepackt und jetzt hier entsprechend genauso. Also ich habe ihm jetzt mal das gleiche da gelassen wie Rietze, würde ich sagen. Und vielleicht kann ich den Gloster noch irgendwie loswerden. Wen gibt's denn noch? Also bisher war kein anderer mehr online, deswegen dachte ich mir jetzt doch, dass ich das Ganze bei Shandy vorbeibringe und das hier hatte ich jetzt noch ganz gut übrig, deswegen verteile ich das einfach da rein und da brauche ich noch ein Schild. Und da fällt mir ein, dass ich ja die Geschenke verteilen wollte, also auch noch die Deko-Dinger. Das habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Werde ich vielleicht dann später nochmal, wenn ich weitere Runden mache davon. Denn ich denke mal, zu Nikolaus oder anderen Adventwochenenden wird sich's noch anbieten, hier erneut die ganzen Dinger zu verteilen. Aber das sehen wir dann. Jedenfalls hätte ich auch extrem Bock, demnächst mal mehr zu streamen. Das Projekt hier viel aktiver zu nutzen. Bisher hatte ich da jetzt noch nicht so die Gelegenheit für, leider. Aber ich hoffe mal, dass das sich in den nächsten Tagen ändert und ich dann mal dazu komme, hier voranzukommen. Und vielleicht könnte ich dann mal eine Brücke hier bauen, denn das ist aktuell so eine Sache, die mich extrem stört. Was Rietze vielleicht jetzt auch ein bisschen noch aufschieben wird, deswegen würde ich das einfach übernehmen, damit man hier auch an den Spawn angebunden ist, entsprechend in die Richtung. Dann hier die Treppe mache ich sowieso auch noch fertig. Ist im Stream alles am besten baubar, sag ich mal. Ja, mal sehen, ob das klappt, wie ich mir das denke. Und dann sage ich jetzt erstmal danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und das war's an der Stelle. Ciao.